Servus und hallo bei Echensvoll, ich bin der Andi, ich begrüße dich zur nächsten Folge Lotus. Die vierte und letzte Folge wahrscheinlich in dieser Woche, ich hoffe es zumindest. Wir sind hier in Düsseldorf. Und es gibt ein schickes neues Fahrzeug. Der Düwagen M6, N6. Ich habe mir jetzt heute ausgesucht, die Augsburger Lackierung. Weil Augsburg ist von mir aus ja nicht weit entfernt und deswegen dachte ich, das passt ganz gut. Und wir werden hier nicht nach rechts abbiegen, wir werden einfach mal geradeaus durchfahren. Und wir haben ja hier eh noch keinen Passagier, deswegen werde ich auch nichts beschildern jetzt einfach, sondern wir werden einfach mal gemütlich eine Fahrt machen heute. Und schauen uns dieses Fahrzeug einfach mal an. Ich würde sagen, wir gehen erstmal in den Innenraum. Und schauen wir uns mal ein bisschen hier so um. Ah, kann man hier noch gar nicht so richtig. Ah, ich kenn's so. Schauen wir uns ein bisschen um. Ah, die gehen auf, aber der hat noch keine Töne. Okay, macht nix. Ja, aber sieht eigentlich hier ganz schick aus. Die Farbe, naja, finde ich jetzt ein bisschen. Ich weiß nicht, aber. Es ist eigentlich ein schickes Fahrzeug, wenn ich mal so sagen darf. Interessant. Ich war schon oft in Augsburg, ich kann mich nie erinnern, dass so ein Fahrzeug gefahren ist, aber ich kann mich natürlich auch völlig komplett irren. Und ich würde sagen, wir gehen mal in den Führerstand. Der ist auch ein bisschen anders als was wir bis jetzt so hatten. Wir müssen die erstmal auch wieder ein bisschen zurechtfinden. Was war das jetzt? Naja, alles gut. Was ist jetzt los? Ich hoffe, es passt alles. Wie wir sehen, haben wir hier ein Zweirichtungsfahrzeug wieder. Und wir können hier entweder so oder so. Und schauen wir uns mal die Türen an. Ah, es laufen schon Leute rum, aber das gibt noch, es ist noch nicht das neue Update hier verbaut. Okay, ich bin mal nur ganz neugierig. Schließen wir mal. Ups. Was ist jetzt los? Wie schließe ich jetzt die Türen? Hä? So. Hilfe! Nimm die Freigabe. Ich nehme die Freigabe rein, Freigabe raus und die Türen gehen nicht zu. Das ist ja was ganz Lustiges jetzt. Wieso gehen die Tür nicht zu? Ich mache auch groß Ö. Nix. Okay, Leute, ich. Jetzt macht das. Warum? Keine Ahnung. Hauptsache, sie sind zu. Das ist das Wichtigste. Und dass wir einfach mal ein bisschen uns hier umschauen. Es gibt ein
kleinen neuen Streckenabschnitt, den man jetzt auch befahren kann. Ich find auch interessant, wie man das Fahrzeug auch komplett umbauen kann. Einfach mit verschiedenen Antrieben und Repaints und. Ich bremse mal hier kurz, weil ich möchte. Genau, weil wir möchten geradeaus weiterfahren heute. Weil das, nach hier kennen wir ja alles. Wir wollen uns hier einfach mal ein bisschen umgucken, was es hier so gibt. Einfach. Und das ist ja auch der Sinn und Zweck heute. Also hier ist natürlich, wie dürfen wir hier durchfahren? Das ist ja ganz logisch. Ich fahre mal geradeaus, können nachher mal noch anders fahren, aber wir fahren jetzt einfach mal geradeaus. Jo. Ah, okay, jetzt wo ich bremse. Aber sieht da echt ganz, ganz schick aus, finde ich. Und ich bin gespannt, wie wir rauskommen. Darauf bin ich echt neugierig, gespannt, wo wir hier rauskommen jetzt. Ich wollte euch einfach auch nicht vorenthalten. Ah, die steigen doch rein. Interessant. Also sind wir an der Berliner Allee. Obwohl ich nichts beschildert habe, sind die eingestiegen. Okay, da geht es dann noch nicht weiter. Interessant, interessant. Auch noch nicht weiter. Interessant. Dass die jetzt trotzdem eingestiegen sind. Na, Fahrzeug, da bist du ja. Okay. Und ich komme auf die normalen Streckenabschnitt wieder. Gut, dann fahren wir bis zum Rheinbahnhof. Würde ich jetzt vorschlagen. Das Fahrzeug klingt da schon mal sehr interessant. Finde ich. Wir werden uns natürlich auch noch andere Bauweisen von dem Fahrzeug anschauen. Und will jemand aussteigen? Kann er gerne machen. Interessante Klingel. Ich gehe mal auf die F4 Ansicht.
Ist immer Martin-Luther-Platz. Interessant. Und nochmal. Interessant. Es ist wie unser Upsel. Bildschirm wollte ich nicht. Es ist wie unsere ganz normale offene Tür, die wir öfters haben, wie ihr wisst. Genau. Aber die anderen. Genau. Mal neugierig einfach. Mach mal die Freigabe. Dann geht es so. Interessant. Machen wir nochmal. Interessant gemacht. Gut. Wenn ich das mache. Interessant. Also waren auch schon in Düsseldorf Leute mit, das ist interessant. Und ohne dass ich geschildert habe. Absolut nicht auf den Blick geachtet. Egal. Ich würde sagen, bleiben wir einfach mal hier stehen. Ich möchte mal gucken, ob es dann auf der anderen Seite auch noch irgendwo hingeht. Ihr wisst, was ich meine. Machen wir nochmal die Freigabe. Also hier steigt ja auch an den anderen Türen ein. Das war ja in der gestrigen Folge bei Dings anders. Er steigt sie aus. Also man sieht, wie die auch hier sitzen. Das ist interessant. Okay, warte mal kurz. Ich lade nochmal am Hauptbahnhof und schauen wir mal, ob wenn man da andersrum fährt, ob man da auch noch wohin kommt. Moment kurz. So ihr Lieben, ich habe jetzt ein anderes Fahrzeug geladen. Ihr seht es jetzt auch schon an der Form. Es ist jetzt eckig und nicht mehr rund, wie es vorhin war. Ich habe jetzt das Nürnberger Repaint geladen, weil ich dachte, ich probiere es mal einfach mal aus. Wieso kann ich jetzt nicht die Tür öffnen? Bitte schön, steig sie ein. Ich hoffe, die Türen schließen dann irgendwann wieder. Genau, ich habe einfach hier mal das so geladen. Wir sehen, hier hinten ist nur eine einfache Tür. Und hier vorne ist eine Doppeltür. Dann wird es gleich schon wieder irgendwie zu, hoffe ich. Und wir sind hier im Mittelteil. Ich gebe den auch mit Mittelteil jetzt. Und wir sind hier. Innen hat sich jetzt nicht viel geändert, aber wir sehen halt, von außen hat sich geändert etwas und wir sehen, ist jetzt eine eckige Form und ich habe die Antriebsart geändert auf Druckluft, jetzt nicht auf elektrisch, wie wir das vorhin hatten.
Ich weiß nicht, ob das jetzt viel macht oder nicht macht. Ich hoffe, die Tür, ich krieg die Türen wieder zu irgendwie. Das habe ich hier in dem Fahrzeug noch nicht so gerafft. Gebe ich ehrlich zu. Ah, das sind die Scheibenwischer. Okay, interessant. Licht. Interessant. Okay, ich hoffe, ich kriege jetzt die blöden Türen wieder zu. Ich hoffe, es geht irgendwie weiter. Weil ich habe die Frage einfach rausgenommen. Und mal müssten denn die Türen, kann ich jetzt eigentlich fahren und mit offen gehen? Nee, kann ich nicht. Muss ich hier einfach mal drauf drücken? Gehen dann die Türen zu? Der Blinker hier. Die Trittstufe. Ich stelle mich wahrscheinlich gerade ein bisschen nicht so schlau an, das weiß ich. Aber hier wieder rein, das sieht lustig aus. Wieso gehen die Tür nicht zu? Freigabe ist drin. Ich mach groß Ö. Hat die Freigabe raus? Ah, jetzt. Keine Ahnung. Ich muss mal gucken, ob der vorne, wo wir gerade ausgeholt haben, auch nach links weiterfahren kann. Ich bin neugierig, ihr wisst es ja eh. Ihr kennt mich ja, dass ich auch manchmal echt neugierig bin. Ja. Ihr habt Angst, dass ich euch falsch fahre. Ja, wenn ihr auch einsteckt ohne Beschilderung, Leute, dann ja, sorry. Okay, hier geht's auch irgendwo hin. Wollen wir es natürlich auch geben. Wenn schon, dann schon, gell? Ah, ich bin jetzt also zu weit gefahren. Ich bin gefahren, ob ich jetzt noch die Weiche. Ich bin zu weit gefahren. Die Auge ist interessant, aber das hat sich jetzt hier ganz anders an als der vorherige. Ich will mal kurz gucken.
Hier geht's weit. Nichts weiter. Wir hätten hier rum müssen. Was hat man? Ah, das ist natürlich jetzt wieder eine Folge, wo wir ausprobieren. Danke, Kollege, war mein Fehler. Man sieht auch an der Scheibe, das ist eine andere Scheibe, die ich auch ausgewählt habe. Die sieht ganz anders aus, die blendet auch ganz anders als die andere Scheibe vorhin. Das finde ich sehr interessant auch irgendwie, dass da doch auch irgendwelche Unterschiede sind. Endlich mal eine andere Kirche als immer die Standardkirche in Notres. Davon machen wir gleich ein schönes. Interessant. Interessant. Ist der Hauptbahnhof. Sind wir im Hauptbahnhof? Also nicht die, ist der Hauptbahnhof. Interessant, wir haben einfach eine Rundfahrt gemacht, Leute. Wir haben einfach eine Rundfahrt gemacht. Interessant. Ich dachte erst, es wäre irgendeine Kirche oder irgendwas, habe ich erst gedacht. Interessant. Lass mal mit der Hand hier raus. Ob die jetzt steigen alle hin. Ist ja auch lustig. Gut, fahren wir weiter. Ja, ich finde es toll. Und wir hatte ich mit dem Fahrzeug, auch wenn ich ehrlich gesagt noch nicht so richtig schlau geworden bin, wir müssen uns natürlich mit diesem Fahrzeug noch weiter beschäftigen. Keine Frage. Gut. Ich glaube, wir haben heute für heute eigentlich gut genug gesehen. Ich bin gespannt, wenn ich die Türen aufmache. Ob die dann aussteigen. Was man die Freigabe. Nee. Dann bleibt ihr für immer drin hier, liebe Fahrgäste. Der Manni, der Manfred. Ah.
Okay, liebe Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen, dass wir einfach so eine Rundfahrt um den Hauptbahnhof gemacht haben. Ich finde es interessant, wir werden mal mit diesen Wägelchen hier nochmal eine richtig schöne Fahrt machen hier auf Düsseldorf. Aber ich dachte für heute einfach. Ich dachte für heute einfach. Ist doch einfach ganz gut, dass wir einfach mal hier so uns den neuen Streckenabschnitt angeguckt haben. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder zur nächsten Folge. Los, los. Ich freue mich drauf. Bis dahin. Servus, euer Andi.